wieder was Neues. Wir haben eine 6-Zylinder-Einspritzpumpe von einem MB-Truck. Die wurde vom Besitzer auf 100er Kolben umgebaut, ist für Trecker-Track gedacht. Kam hier an, Regelstange hat geklemmt, ich habe es gefilmt und mein Mikrofon hat zwischendurch wohl gemeint, ich habe keine Lust mehr. Dementsprechend ist das ganze Material jetzt unbrauchbar, weil kein Ton, Ton verschoben, links, rechts, knack, knack, man hört nichts, was weiß ich was alles. Hat sich dann rausgestellt, dass das Element hier geklemmt hat. Die 100er Kolben sind super empfindlich beim Einbau. Also, ja, ne, wenn man hier oben mal guckt, sieht man es auch. Also, hier rutschen nochmal die Ohrringe durch, hier über diese Kante. Ne, hier, da sieht man es schön, ist noch Lack, ist nichts sauber gemacht worden. Und, warte mal. So. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man den Sitz da unten. Vielleicht kriegt der Autofokus das hin, wartet mal. Moment, ich tippe mal da hin. Seht ihr diese Riefe rundherum? Da hat sich das Element falsch reingezogen. Ja. War schief und hat dementsprechend geklemmt. Die Elemente sind auch super fein. Ja. Ich habe die jetzt alle hier draußen. Also wenn ihr euch mal die Wandstärke anguckt von dem Ding. Minimalst. Und die Kolben. Das sind schon ganz schöne Knaller, ne? Ja, hier kann man eigentlich gerade mal so ein bisschen Theorie machen. Moment mal. Ich drehe die Pumpe mal rüber. Und zwar ist das Ziel, auf so viel Menge wie möglich zu kommen. Ja, deswegen 100er Kolben. Wie immer, die Magie der großen Zahl. Ja, wir haben hier unseren 100er Kolben. Und ihr seht schon, das ist ein ganz schöner Prügel. Ja. Was fällt uns hier auf? Wir haben erstmal ein paar Fräsungen. Ja, das hier ist die Leckölsperre. Dann haben wir hier einfach die horizontale Steuerkerbe. Und hier unsere Steuerkante. Ja, das ist quasi die regelnde Kante hier. Dann haben wir hier oben eine Fasung im Kölbchen. Frag mich nicht, wofür die ist. Ich meine, die ist passend zum Druckventil. Warte mal. Nee, auch nicht. Dann ist das nur das Distanzstück. Ja, es liegt ja quasi so übereinander nachher dann. Also im Elementkörper. So. Was fällt uns hier auf? Die A-Pumpe hat einen maximalen Hub von 9 mm. Ja. Was heißt maximalen Hub? Nein, die A-Pumpe, sagen wir so, hat einen Hub von 9 mm. Ja, das heißt, mit jeder Bewegung, die Nockenwelle verstellt sich ja nicht, macht dieser Kolben 9 mm hoch und runter. Und das Problem an den Kolben ist jetzt, ja, das sind 100er Kolben, ne? Das ist natürlich geil, aber nutzbar davon ist genau bis hierhin, ne? Bis zu dieser harten Kante da. Soweit, das hier können wir nutzen. Und das ist ein Nutzhub von... Tiefenmaß, wo bist du? Da. Ein Nutzhub von... 0,55. 0,55 mm. Das ist nicht viel, ne? Wenn wir mal holen, dass wir 9 mm Hub haben, sind zwar 100er Kolben, kannst aber jetzt hier halt nicht hingehen und kannst hier in die Startmenge reingehen, weil hier kommt die sogenannte Spätanlassnut. Ja? Das ist diese Fräsung hier oben. Das heißt, dieser Bereich hier ist unsere Startmenge und das hier ist unsere Spätanlassnut. Macht nichts anderes wie... Ich stecke das mal gerade wieder zusammen. Ja, wir haben hier die Bohrung. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr hier reinsehen könnt. Wo sind wir denn? Da. Jetzt ist ein Bläschen drin. Oh ne, man kann einfach nur durchgucken. Hier kommt unser Kolben. Die Spätanlassnut macht noch auf, ja. Die Spätanlassnut geht vorbei, sieht man jetzt hier schön. Und ab jetzt fördern wir erst. Ja, das ist für den Anlassmoment, dass er später einspritzt, dass er sanfter anspringt. Ja. Hier sieht man es jetzt schon, hier ist direkt zu und hier ist unsere Spätanlassnut. Da ist erst noch ein Stück, wo Diesel rückfließen kann und dann macht sie zu. Das heißt, du hast hier nur einen effektiven Nutzhub von 5,5 mm.
Und das sind ungefähr 430 Kubikmillimeter, meine ich. Ja, die du pro Hub hast, so rum. Ich habe jetzt zum Beispiel noch 90er Elemente. Ja, 90er Elemente, die sind kleiner, die müssen weniger fördern. Nein, die haben nämlich einen Nutzhub von, haltet euch fest, 8,5 mm. Da hast du dann mal eben 480 Kubikmillimeter Nutzhub. Ja? Also nur weil da dicke Kolben drin sind, hat das nichts zu bedeuten. Die sind, also diese Kolben hier sind aus einem John Deere und der hat Volllastmenge 90 Kubik. Das ist nicht viel. Also das kriegst du auch mit 80er Kolben hin, ohne Probleme. Ja? Aber nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal, wo wir hinkommen mit den Elementen. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass der eine verzogen ist, hat sich auch garantiert der Sitz breit gedrückt. Die wurden auch angeblich mit 4,5 Kilo angezogen. Also als ich da so eins aufgemacht habe, waren das definitiv mehr als 4,5 Kilo. Gefühlt eher 45. Ja, wir können nämlich alle ausbauen, weil wenn wir den Sitz hier nachfräsen, dann ist halt die Gefahr, dass Späne sich hier oben verteilen und in den anderen Elementen hängen bleiben und die sind dann natürlich später in der Düse. Das heißt, hier muss alles raus. Dann können wir hier einmal nachfräsen. Ja, die Nockenwellenlager machen wir auch gerade neu. Die sind nämlich auch nicht mehr so tutti. Das heißt, Fenix-Kram. Wenn man sie eh schon draußen hat, kann man es auch gerade machen. Nur Regler bleibt zusammen, da ist alles in Ordnung. Die Kraftgewichte sind halt draußen, aber ja. Gut, ich baue jetzt mal den Rest aus und dann fräsen wir mal nach. Und dann gucken wir mal, ob wir die wirklich alle leichter reinkriegen. Die kannst du nämlich nicht wie bei 80er Elementen einfach oben rein anziehen und alles andere von unten reinschieben. Sondern da musst du wirklich penibelst jedes einzelne Element holen, gucken, geht's leicht, ja. Ist die Führung sauber und und. Also es ist mit den Dingern hier gar nicht einfach wirklich. Aber wir probieren's. Wollt ihr wissen, woher der gerade kommt? Guckt es euch an. Seht ihr die Fasung außen? Die haben nur eine ganz kleine Auflagefläche. Ja? Das Stück hier, das da, wo mein Daumennagel ist. Und dann die Fasung. Die originalen Bosch sind komplett glatt nach außen hin. Ja. Bisschen zu fest angezogen, bisschen schief drin, bisschen Dreck drunter, klemmt direkt. Keine Chance. Ja. Hier, ne? Ordnung und Sauberkeit. Übrigens, auch immer so ein Thema. Das ist nicht, weil ich unter Sauberkeit verstehe. Ja. Die haben sie übrigens nicht getauscht. Das ist noch original Bosch. Und die haben auch schon was gelaufen. Hier. Guckt euch das Tauchkörbchen an. Komplett matt. Ja. Der schmale Streifen da. Und schon eingeschlagen am Kegel. Aber gut, ob die noch gut sind, sehen wir auf dem Prüfstand. Ich kann dir mal fragen, ob er neue will. Habe ich da. Kosten auch nicht die Welt. So, das heißt, die können wir alle einmal nachschleifen. Da mache ich jetzt keinen großen Tamtam drum. Habe ich ja schon mal gezeigt, ne? Hier gibt es ein Video zu. Ich verlinke es in der Infokarte. Wo war sie? Da. Da oben ein Video vom Einschleifen bzw. vom Nachfräsen, auch mit Dichtigkeitsprüfung, wo ich damals mal Scheiße gebaut habe und aus Versehen den Fräser genommen habe und nicht den. Der ist nämlich für M-Pumpen, der hat einen anderen Außendurchmesser, nämlich schmaler und da hast du genau so einen Grad, wie da drin ist, hast du da voll reingeknallt ins Alu und da konnte ich erstmal nachfräsen. Naja, auf ans Werk. Hier seht ihr es jetzt auch schön, ne? Plan geschliffen, wundervoll. Oh, Moment. Ja, schwarze Riefen. Das ist genau die Spur, wo sich so ein Element schief reingezogen hat. Ja? Also die haben alle nicht richtig gerade gesessen. Die waren alle schief. Da merkt man direkt, was das für Auswirkungen hat. Jetzt kann ich auch hier nachher überall den Vorhub nochmal komplett einstellen. Weil, wenn wir hier rausfräsen, kommt das Element natürlich tiefer. Und dann ist die Bohrung früher zu.
und dann fängt das Element früher an zu fördern. Ja, das sind alles so die Feinheiten. So Leute, ihr habt gesehen, wie lange ich an dem dritten rumgemacht habe, oder? Wie viel Öl habe ich eigentlich im Gesicht hängen? Aber guckt mal. Die sind alle tutti. Das müssen wir noch hier oben sauber machen. Ja, das ist ganz wichtig. Weil hier gerade mit so Lackfetzen, ne, da macht man sich direkt den Ohrring kaputt. Ja. Die müssen sowieso alle neu, also einen neuen Dichtsatz kommen wir nicht rum. Aber mit sowas, dann ist so ein bisschen Sauberkeit muss einfach sein bei sowas. Da kannst du nicht einfach rauf, raus, rein, links, rechts. Kommt nur Scheiße bei rum. So stelle ich mir das vor. Da ist nirgends mehr ein Fleckchen Dreck an der Fasung. Und dann kann da auch der Ohrring ganz glücklich reinschlüpfen, wenn man den vorher gefettet hat. Ohne, dass er sich direkt verdreht oder dass er direkt was abkriegt. Ne? Sauberkeit beim Arbeiten. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, arbeitet ihr auch so penibel oder bin ich irgendwie der Einzige, der so da drauf steht? Vielleicht liegt es auch einfach an den Pumpen. Ja, da sieht man schön, wo der Ohrring gelegen hat, ne? Ja, weiter geht's. Elemente wieder rein, neue Dichtungen drauf und Abfahrt. Dafür sollten wir aber vielleicht erstmal einen Dichtsatz holen gehen. Zweiter Tag. Der Bart ist über Nacht ein bisschen kürzer geworden. Ich habe gestern noch ein bisschen geputzt. Ja. Man sieht's. Die sind nochmal schön sauber. Ja, ein bisschen Lack ist noch drauf, aber was zählt ist, dass kein Dreck und Staub noch dran ist, vor allem innen. Na, so dreckig hätte ich es nicht verbauen können. Der eine oder andere Fachmann hat es vielleicht schon gesehen. Ja, ne? Da, seht ihr es? Das hängt. Ich mach's dann neu. Komm, Pfennigskram, die haben die Elemente neu gemacht, dann können sie auch neue Druckventile drin machen. Die sind eh schon innen gelaufen. Gerade einmal ins Lager getigert, ja, Dichtsatz. 6-mal Druckventil, 2-mal Lager. Zwischenlager ist noch gut. Ja. Da ist noch tutti. Können wir nochmal inbauen. Ich mach weiter. Tut mir leid, GoPro hat gemeint, nein, Akku ist leer. Aber neue Druckventile und Elemente sind alle drin. Ja, hier, die habe ich auch schon mal vorbereitet mit den neuen Ohrringen. Da fehlen nur noch die Einsätze. Die sind noch da drin. Wie gesagt, Sauberkeit, bitte. Tut eurer Pumpe diesen einen Gefallen. Und haltet sie sauber. Ich habe vor kurzem mal von irgendjemandem gehört, wie hat er gesagt, je moderner die Einspritzanlage, umso penibler muss man mit Ordnung aufpassen und mit Sauberkeit. Mm-mm. Bei einer Einspritzanlage muss man aufpassen mit Ordnung und Sauberkeit. Egal wie alt. Ja, bei einer neuen ist noch nicht so schlimm, weil da kriegst du noch Teile, wenn was frisst. Bei einer alten, Staubkorn in der Düse, Düse im Ärmel. Wenn du Pech hast, stehst du da und guckst blöd aus der Wäsche. Deswegen, ne? Ordnung und Sauberkeit ist das halbe Leben. Typisch unter der Kolben, der Teufel soll sie holen. Ja. Ne. Geht schwer. Geht schwer. Grenzfall. Geht. Die werden hier oben, werden die zusammengequetscht. Ja. Da ist ein leichter Grat vom Anziehen vom Element von vorher. Der drückt auf die dünne Außenwand und schon klemmen die Dinger im oberen Bereich. Ne, untenrum gehen die sauber. Hier. Oh gut, das geht eh sauber. Aber hier.
Ne? Hier unten rum. Kein Problem. Sobald man oben reinkommt, klemmen die. Müssen wir ausreiben. Also kann alles wieder raus. Dichtungen sind dann auch im Arsch. Kann man froh sein, wenn man dann noch zwei, drei liegen hat. Naja. Aber nicht mehr heute. Ich mach Feierabend. Und ich glaube, das ist was fürs nächste Video, dass es spannend bleibt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und lasst doch ein Like und ein Abo da und auf jeden Fall einen Kommentar. Ja? Kommentare helfen dem Algorithmus. Das hilft auch meinem Kanal. Ich bin immer offen für Diskussionen und versuche auf so gut wie alle Kommentare zu antworten. Bis dahin. Euer Dominik.